Guten Tag. Na, was macht das Leben? Wir haben jetzt eigentlich alle dabei. Ich wollte aber trotzdem nochmal hier in die Stadt gehen und dem Fritzen von hier sagen, dass der Sebastiano tot ist. Wir haben gegen die Schatten gekämpft, aber es kommen immer mehr. Oh, das ist aber auch nicht doof jetzt. Nicht gut jetzt, ne? Das macht keinen Spaß dann. Das verstehe ich. Das ist nicht cool. Hey, du. Geh raus. Kommt raus, kommt raus, wo immer ihr seid. Wo bist du denn? Ich beklau dich, aber ich habe einen guten Grund. Der Äffchen ist tot. Moin. Ist da wer? Nee, steck ja nichts ein. Das wollte ich gar nicht. Ich habe mir das nur angeguckt. Dafür bin ich. Das Kristallportal auf Takarigua ist nun geschlossen. Das ist seit langer Zeit die erste gute Nachricht, die ich höre. Danke. Das wird die Jungs aufmuntern, wenn sie es erfahren. Sebastiano war die längste Zeit dein Kommandant. Was soll das heißen? Er ist erledigt. Das darf doch nicht wahr sein. Ohne Führung sind wir alle verloren. Du sollst die Gruppe motivieren, Digga. Ja, ne? Also irgendwie... Einfluss müsste ich dafür skillen. Tja, dann gibt's hier eben keine Führung. Ist okay. Dann bleiben die ein besoffener Sauhaufen. Ist mir egal. Hauptsache, wir machen unseren Job richtig. Dann können die sich Alkohol reinzwiebeln, wie sie lustig sind. Das ist mir dann vollkommen Wumpe. Komm. Spawns, komm mit. Wir müssen jetzt erstmal hier Bericht erstatten. Nein, ich will nicht zum Schiff zurück, denn ich bin schon auf dem Schiff. Zum Hafen. Wir treffen uns bei den Kakerlaken am Hafen. In einer Stunde, Marien. Wer bist du denn? Hast du nichts zu tun. Ach, du bist ein Speer von... Ach, von denen auch noch. Eieiei. Ich kann es kaum erwarten, loszuschlagen. Mhm. Kannst du mir was beibringen? Ja, nö. Es wird Zeit mit den Schatten. Ich rechne auch ab. Nicht nerven, weitergehen. Oh, ist okay. Ist okay, ich gehe weiter. Ein Wort noch zur Piratenallianz. Schieß los. Die Dämonenjäger von Kalador stehen auf unserer Seite. Ah. Dämonenjäger? Und du glaubst, die können uns helfen? Ja, hallo. Sie haben in ihrer Kultur ein umfassendes Wissen über die Titanenlords gesammelt. Kalador. Noch nie von ihnen gehört. Sie können sehr überzeugend sein. Und sie haben starke Krieger. Gut. Wenn du sie für stark genug hältst, um unsere Sache voranzutreiben, dann sei es so. Hier hast du Gold für die Versorgung der Truppen auf der Dämonenjäger-Fregatte. Muss ich das auch wirklich machen? Wir haben ein Schiff der Inquisition. Ha, das ist gut. Doch wer soll das Schiff führen? Haben wir denn genug Männer? Nein. Das machen sie gefälligst selbst. Du hast einen Trupp Soldaten der Inquisition in unseren Hafen geführt? Bist du denn des Teufels? Entspann dich. Die Jungs sind auf unserer Seite. Mann, Mann, was sind das bloß für Zeiten? Oh, na schön. Hier hast du das Gold für die Versorgung der Crew. Ich hoffe für uns alle, dass ich das nicht bereuen muss. So, wir haben genug. Haben wir nicht langsam mal genug Schiffe im Hafen? Die Stadt quillt ja bald über. Eine stattliche Flotte hast du da. Soll mich der Teufel holen, wenn wir damit nicht etwas ausrichten können. Setzt eure Segel und stellt euch dem Kampf gegen Crow und seine Geisterschiffe. Oh ja. Dazu müsste ich erst wissen, wo ich Crow finden kann. Du hast schon schwierigere Dinge geschafft. Ich glaube an dich. Du bist nun der Anführer einer mächtigen Flotte. Du wirst sie in die Schlacht führen. In einen Kampf auf Leben und Tod. Viel Glück, mein Junge. Ja, das mache ich doch gern. Bin doch für die Arbeit da. So, ab nach Hause. Jetzt gehen wir nach Kila. Und machen da unser Dämonenritual. Wir haben ja alles geschafft sonst. Ich fühle mich so gut. Alle Arbeiten, die man hätte machen sollen, weg. Orakel. Tempel. Ich dachte, wir müssen das hier machen. Muss ich noch mit der Tante da reden? Ich gehe da jetzt hin.
Hallo. Wo war denn die dicke Bertha hier? Hier rein und dann rechts? Oh ja, das sieht gut aus. Ich habe bis heute nicht verstanden, wie man hier so rausgehen soll. Moin. So, wir sind fast soweit, mein Freund. Nun werden wir das Ritual beginnen. Bist du bereit? Nein, aber fang schon mal an. Ich habe eh keine andere Wahl. Das wird schon, mein Junge. Stell dich in die Mitte. Gleich ist es soweit. Oh. Wir haben uns heute zusammengefunden, um den Geist dieses bemitleidenswerten Geschöpfes. Jetzt mach schon. Gut, du hast schon zu lange gewartet. Lass uns mit der Zeremonie beginnen. Halt still, mein Freund. Necrui mortar delirum ignaro elagon. Wir rufen dich, Geist. Höre unseren Ruf. Ignaro elagon. Ignaro elagon. Endlich. Endlich ist es soweit. Nur allzu lange warte ich schon auf diesen Moment. Nur durch deine Hilfe konnte ich nun die mächtigsten Zauberer auf einem Haufen erwischen. Ich bin dir zu Dank verpflichtet. Wer zur Hölle bist du? Mein Name ist Nikolot. Ich bin der, der dich begleitet. Und das schon seit langer Zeit. Ich war da an dem Tag, an dem dein Leben entschwand. Ich werde da sein, wenn es sich wieder mit dir vereint. Ist das zufällig, dass er genauso aussieht wie der Tod aus Supernatural? Bestimmt nicht, ne? Verschwinde, du Idiot. Ich habe hier gerade etwas Wichtiges zu erledigen. Seele minus 2. Ja, richtig. Du hast mir hier einen großen Dienst erwiesen. Was redest du da? Du hast geschafft, was sonst keiner geschafft hätte. Du hast die größten drei Zauberer der Südsee an diesen Ort gebracht. Jetzt musste ich sie nur noch pflücken, wie eine reife Frucht. Beachtliche Leistung. Wenn man bedenkt, dass du eigentlich nur noch eine leere Hülle bist. Was hast du mit ihnen gemacht? Alles ist so gekommen, wie ich es vorausgesehen habe. Aber das Ritual? Alles nur, um mich von meinen Fesseln zu befreien und um mich hierher zu bringen. Eldrick hat... Ich habe die alten Schriften und den Ritualzauber manipuliert. Ich habe deinen Geist genommen und dich auf deine Mission geschickt. Ich habe einen Spitzel in deine Crew eingeschleust, der dich und die drei Zauberer hierher brachte. Mit ihrer Hilfe werdet ihr alle schon bald Zeugen meiner großen Manifestation sein. Dann werde ich mir holen, was mir gebührt. Damit wirst du nicht durchkommen. Das bin ich doch schon. Niemand wird mich mehr aufhalten. Auch du nicht. Besser für dich, wenn du es möglichst schnell begreifst. Verlorener. Nein! Und so, wer war jetzt der Spitzel? Kapitel 4, Nikrolot. Bei uns warst du der Spitzel. Ich schwör's dir, ich hau dir auf die Fresse. Was sollte der Mist? Was ist da schiefgelaufen? Ich habe getan, was du von mir verlangt hast. Ach ja?
Ich dachte, du schirmst deine Höhle gegen Angriffe von außen ab? Du hast deinen Feind über meinen Schild gelassen, kleiner Mensch. Deine Zauberer führten deinen Zauber aus, der Nekrolot herbeirief. Gegen etwas, was von innen kommt, ist mein Schild machtlos. Das ist großer Mist. Ja, aber es ist dein Problem. Mach es nicht zu meinem. Tja, Boss. Ist umgelaufen, aber hey, es hätte schlimmer kommen können. Ach ja? Immerhin lebst du noch. Bist du der Verräter in meiner Crew? Hast du diesem Dämon Nekrolot zugespielt? Nein, aber ich habe einen Verdacht, wer es war. Wer? Ich habe Horas des Öfteren nachts heimlich von Bord schleichen sehen. Er war manchmal stundenlang weg und kam danach ziemlich fertig wieder zurück. Außerdem habe ich in Erfahrung gebracht, dass er auf allen Inseln, die wir bereist haben, schon früher mal gewesen ist. Auch auf Kalador. Ich möchte wetten, Horas hat den Zauber Nekroimortar dort platziert, wo du ihn gefunden hast. Und wann wolltest du Schwachkopf mehr davon erzählen? Tja, andere Dinge waren immer irgendwie wichtiger. Wenn du Horas erwischen willst, musst du dich beeilen. Er ist nicht mehr an Bord des Schiffes? Nach der Ritualgeschichte? Das glaubst du doch nicht wirklich. Ich möchte wetten, dass er schon wieder auf dem Weg nach Taranis ist. Wie kommst du darauf? Ich habe ein Gespräch an Deck belauscht, wo er über den Reaktor der Magier sprach. Er hat irgendwas damit vor. Das ist ja furchtbar. Und was? Ich fürchte, er will ihn sabotieren oder anzapfen oder... Was weiß ich, ich bin kein Experte. Wir sollten uns einfach beeilen und General Magnus warnen. Eine Sache wäre dann noch... Was denn? Wenn wir schon zu Magnus gehen, solltest du ihn mal nach einer Beförderung fragen. Ich habe gehört, dass er dich als würdig erachtet, den Rang eines Generals zu tragen. Das ist ja ein Nice hier, ne? Wer oder was zur Hölle ist dieser Nekrolot? Ein Dämon aus dem Schattenreich. Vielleicht sogar ein Titanenlord. Wenn er die ganze Sache hier geplant hat, ist er äußerst gefährlich. Er hat meinen Geist. Nicht nur den. Er hat das ganze verdammte Schattenreich auf die Menschheit gehetzt. Der Geist von Captain Crow steht mit Sicherheit ebenfalls unter seiner Fuchtel. Tja. Was können wir tun? Die einzige Spur, die wir zu Nekrolot haben, ist Horas. Wir müssen diesen miesen Verräter erwischen und ausquetschen. Dann wissen wir mehr. Okay, das machen wir. Zurück zum Schiff. Was hat Paddy dazu zu sagen? Nix, das wäre doch mal ein Moment, wo die Crew was sagen könnte. Schade. Na gut, aber Edward, du hast einen richtigen Riecher bewiesen. Das muss ich dir jetzt nochmal sagen. Ach, das können wir ihm nicht sagen. Schade. In See stechen. So. Taranis. Da wollen wir hin. Bones, mitkommen. Und wir gehen nach Taranis Super-Gedenkstätte. Bevor er hier den Erzhaufen sprengt. Das dürfen wir nicht zulassen. Wer bist du denn? Ne, er hier. Und nochmal vielen Dank für alles. Ja, ne? Tokel. Tökel. Wächter. Ihr seid alles Arschgeigen. Hier. Yeah. Bin ich bereit, befördert zu werden? Lass mich überlegen. Du hast wirklich einiges für unsere Gemeinschaft getan. Und angesichts der Umstände, in denen wir gerade stecken, können wir einen weiteren General gut gebrauchen. Ja! Ich denke, ja, du bist bereit. Geil. Gehe zu Gordon. Er soll dir eine Generalsrüstung überreichen. Ohne die ist es dir nicht erlaubt, dich General zu nennen. Super heftig, General. Es gibt einen Verräter unter den Wächtern. Verräter? Was redest du da? Ich habe allen Grund zur Annahme, dass Horas, einer deiner Kadetten, den Reaktor sabotieren will. Horas?
Den habe ich doch noch vor einigen Minuten... Ja, richtig. Er ist den Nordweg runter zur unteren Reaktorplattform. Danke, das wollte ich wissen. Okay, dann lasse ich mir jetzt aber erstmal eine Rüstung machen und dann gehe ich dahin. So macht man das, ne? Warum schlaft ihr eigentlich alle hier? Ist doch gerade mal erst... Wie viel Uhr? Weiß ich nicht. Hey, du! Wichtig! Ist da wer? Lass mich mal hier raus. Ich hab den falschen Menschen angesprochen. Werkbank. Wen muss ich ansprechen? Ach, euch! Hallo! Kadett, Kadett, Kadett. Kadett, Kadett, Kadett. Kadett, Kadett, Kadett. Kadett, Kadett, Kadett. Stanley's Truhe verschlossen. Nix. Na, okay. Dann machen wir das beim nächsten Mal alles. Und dann gibt's aber richtig auf die Fresse. Bis dann!